Bevor Ark Genesis 2 rauskam, habe ich ja ein Video zum Mutagen gemacht. Das wurde damals im Microsoft Store geleakt. Das war alles noch sehr spekulativ. Jetzt haben wir mehr Informationen dazu, was Mutagen tatsächlich macht und wie wir damit unsere Zucht beeinflussen können. Moin, mein Name ist Nico der Profi. Wenn du Bock auf Ark-Content hast und vor allem auf Genesis 2, lass gerne ein Abo da. Schon rund 20 Videos auf dem Kanal und ich würde sagen, wir gehen rein. Bevor wir uns anschauen, was Mutagen wirklich kann, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, wie wir Mutagen bekommen können, beziehungsweise ja, wie wir es vielleicht auch herstellen können, denn Mutagen kann auch aus Mutagel hergestellt werden und Mutagel bekommt ihr in diesem Space-Biom mit diesen gelblich-braunen Steinen. Wichtig, es ist nicht das Schwefel-Biom, es ist das Ambergris-Biom und da müsst ihr quasi ein bisschen Glück haben, dass das eben dann auch kommt. Zu den Space-Biomen an sich habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch hier nochmal an der Stelle. Und in diesem Biom gibt es dann in der Regel auch Steine, die wir abbauen können. Wie zum Beispiel hier oben. Und dann können wir einfach hier rangehen und können dann eben, ja, die Steine mal wegklöppeln und... Na komm. So, jetzt stehen wir auch richtig drauf. Also, können wir mal die Steine hier wegklöppeln und dann bekommen wir hier auch Mutagel raus. Natürlich wird das mit einem Enki noch ein bisschen mehr sein. Ach, mit einem Mining Drill aus Genesis 1. Da könnt ihr sicherlich auch noch mehr rausbekommen. Und da könnt ihr eben hier schön das ganze Biom abfarmen. Würde ich auf jeden Fall immer machen, wenn... Hallo, würde ich auf jeden Fall immer machen, wenn das Biom gerade da ist. Denn ihr werdet sehr, sehr viel Mutagel auch benötigen, damit ihr Mutagen herstellen könnt. Das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie ihr an Mutagel rankommen könnt. Wir schauen uns nochmal die zweite an. Für die zweite Möglichkeit müssen wir in Rockwells rein. Ich zeige euch das mal kurz einmal auf der Karte. Dafür mache ich mich einmal kurz weg. Hier sehen wir es und zusätzlich haben wir noch ein GPS dabei. Und ich würde sagen, ich gehe nochmal eben so einen Schritt hier raus, dass ihr das auch nochmal besser sehen könnt. Das ist quasi der Eingang hier. Also da habt ihr die Koordinaten, ihr habt die Position auf der Map auch mit dabei. Und da geht es dann bei Rockwells in der Reihe rein. Und was wir da genau machen müssen, das schauen wir uns mal an. So, wir sind drin und ihr seht unten rechts, dass wir so einen kleinen Buff haben. Also dieses Mutagen-Symbol leuchtet unten rechts auf. Und da steht Mutagen in der Nähe. Das bedeutet, dass es aktuell in dieser Cave bzw. in Rockwells in der Reihe Mutagen gibt. Habe ich Mutagen gerade gesagt? Ich meine Mutagen. Hier gibt es Mutagen. Wichtig, es sind immer nur 3 Spots zur gleichen Zeit aktiv und es gibt insgesamt irgendwie zwischen 12 und 30 Spots, wo es tatsächlich auch spawnen kann. Und wir schauen uns mal eben einen Punkt an, wo wir auch noch ein bisschen Mutagel herbekommen können. Wie gesagt, es ist ein bisschen, es ist nicht viel. Und dann schauen wir uns nochmal an, wie diese, ja, Sachen aussehen, wo wir Mutagen selbst rausziehen können. Und zwar gibt es hier bei Rockwells Herz, also hier ist das Herz, gibt es die Möglichkeit, hier unten, wenn die Plurre nicht da ist, die Plurre ist nicht, die Plurre kommt gerade wieder, glaube ich. Natürlich ein bisschen aufpassen, die können auch Reaper Queens sein. Aber hier haben wir eben auch unten die Möglichkeit, Mutagel zu sammeln. Ich war jetzt schon mal neulich ein bisschen hier, hab hier gesammelt. Wir gehen einmal kurz, laufen einmal kurz hier rein. Aber hier seht ihr es jetzt. Also hier vor uns liegt dann ganz viel Mutagel. Ja, und es läuft gerade wieder voll. Also es läuft dann hier so eine Säure rein. Das müsst ihr ein bisschen abwarten, aber ihr habt ja gesehen, ein bisschen Mutagel gibt es dann hier auf jeden Fall auch, was man wegfarmen kann. Das ist, denke ich, ganz sinnvoll, das mitzunehmen, wenn das Space-Biom mal wieder weg ist, dass ihr schon mal so ein bisschen was sammelt, denn ihr braucht einiges an Mutagel, um überhaupt ein Mutagen, ja, herstellen zu können. Das schauen wir uns gerne mal an. Ich versuche mal eben so einen Spot zu finden, wo wir tatsächlich Mutagen komplett herausbekommen, damit ihr auch wisst, wie so eine Pflanze, es ist quasi eine Pflanze oder ein Spawn, wie so ein Spawn aussehen kann. So, ich glaube, da haben wir einen Spot jetzt gefunden, da leuchtet es hinten so ein bisschen, ja, sehr schön, da vor mir unten am Basilisken quasi, oh Gott, toll. Ich muss hier mal kurz weg, kleinen Moment. So, der Weg ist frei. Wir gehen nochmal eben hier ran. Wichtig ist jetzt hierbei, wenn wir es aufsammeln, dann wird eh gleich die Hölle losbrechen. Wir haben es jetzt aufgesammelt, einmal mit F alles aufgenommen. Da ist schon ein Summoner und wir versuchen einfach mal wegzufliegen. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Eigentlich. Und sollte. So, jetzt können wir fliegen. Also da dann einmal kurz aus der Höhle raus, dass sich das wieder so ein bisschen beruhigt. Weil wenn ihr das aufsammelt, dann werden um euch herum Summoner spawnen und die Summoner werden dann eben andere Kreaturen um euch herum beschwören, damit sie euch das Leben schwer machen. Wir sehen jetzt unten rechts immer noch auf ins kurze Leck, weil wir gerade aus der Höhle rausgehen.
dieses Symbol mit dem Mutagen unten rechts, beziehungsweise jetzt nicht mehr, weil wir jetzt aus der Höhle raus sind, aber das würde bedeuten, dass es immer noch Mutagen-Spots dort gibt und wir gucken uns mal kurz an, was wir da rausbekommen haben. Und zwar, wir bekommen ein Mutagen und wir haben auch ein Plant Species Aron Seed bekommen, den wir einpflanzen können. Das müsste diese fleischfressende Pflanze sein, die unten auch im Biom rumhängt und die kann eben Fleisch sammeln für uns. Wie gesagt, es sind immer nur 3 Spots gleichzeitig aktiv. Es gibt immer nur ein Mutagen dort raus. Und auf Servern haben sie eine Abklingzeit von 8 Stunden. Das heißt, 8 Stunden später respawnen sie erst. Im Singleplayer ist es 1 Stunde. Das heißt, da geht es auf jeden Fall deutlich schneller. Und ihr habt ja unten rechts einen Indikator dafür, ob ihr das bekommen könnt oder nicht. Das ist auch ganz nice. Schauen wir uns mal an, was wir denn machen können, beziehungsweise was wir benötigen, wenn wir genug Mutagel haben. Wir benötigen ein Chemielabortisch oder eine Chemistry Bench auf Englisch. Da können wir rangehen. Und wenn wir dann genügend Mutagel gesammelt haben, dann können wir hier 800 umwandeln in 6 Mutagen müssten es sein. Wir machen das Ganze einmal eben, wir stellen das Ganze einmal her und siehe da, wir bekommen aus 800 Mutagel 6 Mutagen. Das ist ziemlich wenig, das ist aber ganz gut auch, dass es so ist, weil es damit immer noch, ja, man muss es halt sehr doll grinden, damit man einen großen Vorteil hat. Und wir schauen uns das Ganze mal eben an mit dem Mutagen, das ist nämlich der nächste Schritt. Was macht denn Mutagen überhaupt bei einem Tier? Wir schauen uns mal eben hier kurz einen Maywing an. Und wenn wir jetzt hier Mutagen in das Inventar reinlegen und einmal kurz auf das Mutagen rübergehen, dann sehen wir, dass wir 100 von 32 in seinem Inventar liegen haben. Das heißt, wir bräuchten jetzt halt 32 Mutagen, um ihn mutieren lassen zu können. Wir machen mal kurz einen Gegentest und packen mal halt eben nur ein Mutagen rein. Dann sehen wir 1 von 32. Das heißt, wir bräuchten insgesamt 32 Mutagen, um ihn mutieren zu lassen. Was würde jetzt passieren, wenn wir das verbrauchen? Ganz einfach, es werden nun 20 Level verteilt, die on top kommen und, das ist das Wichtige, die auch weiter vererbt werden können. Ja, diese 20 Level verteilen sich eben auf Gesundheit, Ausdauer, Nahkampfschaden und Gewicht. Also 4 wichtige Werte. Laut ArcWiki soll es sein, dass sie sich gleichmäßig verteilen. Das heißt, es gibt auf jeden Wert nochmal 5 Punkte on top. Hier Aurora sagt, das ist random. Ich glaube auch, dass das random ist. Wir gucken uns das gleich mal an. Wir werden das ja ungefähr sehen, ob da überall überhaupt was hochgegangen ist oder nicht. Das heißt, auch hier ist es dann relativ random, wo die Werte hochgehen. Und ich würde sagen, wir wenden das eben einmal kurz an. Ich blende euch dann die Werte einfach ein parallel mit einem Screenshot, dass wir das komplett vergleichen können, wo da was hochgegangen ist. Ich habe es jetzt nicht gesehen, wir werden es dann im Screenshot gesehen haben. Wo auf jeden Fall was hochgegangen ist, ist Ausdauer, ist bei Gesundheit was hochgegangen. Bei Melee kann ich das jetzt nicht sagen und Gewicht auch nicht, weil da habe ich keine Balken gehabt. Aber so ist es dann. Wenn wir den Maywing mutiert haben, dann werden wir das mit so einem gelben Punkt hier auch neben dem Namen markiert bekommen. Das sehen wir dann auch hier, wenn wir ihn quasi sehen, ne? Und unser Bild hier angezeigt bekommen, haben wir den gelben Punkt auch drin. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, diese Werte können weiter vererbt werden. Das heißt, man kann sich also schon eine sehr gute Zuchtlinie einfach aufstellen. Diese Nullerreihe, von der ich immer spreche. Und man kann das Ganze auch nur einmal anwenden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das kann man nicht unendlich in die Höhe treiben. Das ist ziemlich praktisch. Weil so haben wir jetzt aus einem 225er Maywing 245er Maywing gemacht, der einfach schon so viel stärker ist als, ja, als der, der vorher war. So, wir haben nochmal einen Rex eben hier drin als Vergleichswert. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Bei dem Maywing haben wir 32 Mutagen gebraucht, um ihn mutieren zu können. Und beim Rex sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Denn beim Rex brauchen wir ganze 87, um ihn mutieren lassen zu können. Wovon ist das jetzt abhängig? Vom Level, vom Leben, von nein? Es ist abhängig von der Tierart oder von der Kreatur an sich. Das heißt, jeder Maywing wird immer 32 brauchen und jeder Rex wird immer 87 brauchen. Wichtig, man kann das auch bei gezüchteten Tieren anwenden. Allerdings gibt es dann nur 4 Level oben drauf und die können auch nicht weiter vererbt werden. Und da ist es auch so, laut ArcWiki, die gehen auch auf dieselben Werte, also auf Leben, auf Stamina, auf Gewicht und auf Nahkampfschaden. Und auch hier soll es sein, dass sie eben gleichmäßig verteilt werden. Es kann aber auch sein, dass es random ist. Das werdet ihr aber auch feststellen, wenn ihr das Ganze eben macht. Aber so funktioniert auf jeden Fall das neue Mutagen und verändert eben auch so das Spiel. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.